Ah, man kann die Dielen hochklettern. Aber nicht auf der Seite scheinbar. Der sieht besser aus. Jawohl. Oh, wieder hoch. Wieder zurück zu dem Ekel. Ah, das ist. Ja, genau. Das ist die Tür, wo wir gerade durch sind. Oder wo er durch ist, wo wir gerne durch wollten. Gucken wir erstmal, was hier so ist. Noch ein Hopper. Und noch ein Hopper. Alter. Ja, ganz schön Verstopfungsproblem, ne? Oh, hi. Abwasch. Ihr macht beide den Abwasch. Oh, ihr seid ja niedlich. Ist das Mann und Frau eigentlich? Ist irgendwas in dem Raum, was ich brauche? Ist das ein Traumfänger da hinten gerade gewesen? Nee, ist ein Seifenblasen, ne? Ja, ihr seid einfach nur ein wahnsinnig ekliges Paar. Ja. Darf man euch das so sagen? Ja, ne? Ihr seid richtig eklig. So. Jetzt fühle ich mich besser. Das ist ein Gitter. Da komme ich nicht durch. Richtig. Das heißt, ich muss hoch und ich habe sie gerade beleidigt. Es geht nicht. Oh nein, ich muss durch den ganzen Raum. Nicht wirklich, oder? Hier kann ich hoch. Hi. Das habe ich auch gerade gedacht. Jetzt jagen mich beide! Was macht ihr jetzt nicht mehr? Okay, gar nichts. Okay, wenn die abgelenkt sind, ich muss ein bisschen mehr darauf achten, was sie machen scheinbar. Und dann im richtigen Moment hoch. Das sollte ja in der Theorie nicht so schwer sein. Aber man ist so abgelenkt, ne, von den ekligen Viechern, dass man gar nicht so richtig guckt. Hier könnte ich auch schon hoch. Probiere ich das mal so. Ich bin nicht da. Da bin ich nicht. Siehst du? Da bin ich nicht. Oh, Alter, jetzt gucken die alles durch. Das war theoretisch meine Chance, ne? Jetzt hier, oder? Oh ja. Ich muss schneller sein als er. Nein! wär der Raum die Rettung gewesen? Wahrscheinlich schon, ne? Oh, Alter, krass. Oh, Himmelhilfe. Durchatmen erstmal. Ich glaube danach, wenn ich irgendwo hier raus bin, dann muss ich auch aufhören. Das ist ganz schön, ja nicht anstrengend, aber man ist so mittendrin, ne? Das nimmt einen ganz schön mit. So. Auf einer höheren Ebene wird's auch nichts. Jetzt hätte ich euch erstmal getriggert. Das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Nicht komplett im Schatten gehen. Aber hier ist ja. Jetzt sucht er wieder. Oder sie. Denn hier ist ja durchaus eine ganze Menge Schatten in dem ganzen Level. Ich glaube, das ist meine Chance. Sie haben sich getrennt. Der eine ist hinten links. Ich bin wieder in einem anderen Teil des Raums. Sehr gut. Irgendwann muss sie ja zurückgehen. Ich sag mal einfach sie. Das ist bestimmt er. Aber es ist einfach, dass die Geschlechtsteile bei so viel Fett nicht mehr erkennbar sind. Ja, es hat geklappt. Muahaha. Hoffentlich, ich sehe euch bestimmt noch wieder, ne? Ich habe Angst, ich sehe euch eh noch mal wieder.
Ich gehe mal lieber langsam. Nicht, dass ich irgendwo Geräusche. Oh, Scherben. Aufpassen. Oh, krass, ich muss da hoch. Schaffe ich den Sprung an die Tür? Dann auf die andere Seite. Ah, hier ist irgendwas zum Ziehen. Nein, du siehst mich. Warum? Hat er mich gerade getreten? Oh, krass. Bin ich wenigstens woanders jetzt? Und nicht wieder durch den ganzen Raum durch? Ja, okay. Schön. Ich muss erstmal gucken, was ich da oben erreichen will. Wie komme ich denn da hin? Ich muss ja irgendwie an diese Konstruktion da oben. Boah, die haben voll gute. In dem Fall gute Augen, oder? Nö. Hast du recht, da ist nichts. Knack. Bin ich durch die Scherben gelaufen, dass die das gehört haben? Das kann natürlich sein. So, wo muss ich dann danach hin? Kann ich hier hoch? Nein. Dreh ja die Richtung. Die Teller. Ich probiere das. Vielleicht sind es die Teller. Die Teller sind wahnsinnig hochgestapelt. Zack. Sind die Teller, dass ich da hochkomme irgendwie. Aber ich muss erstmal auf diese Konstruktion hier drauf. Was machst du denn wieder? Sieht nicht gesund aus. Ja, geh mal weg. Ja, ist sauber. Geh weg. Hier ist auf jeden Fall noch eine Mausefalle. Da sollte ich nicht reintreten. Aber ich komme da nicht rauf, oder? Doch. Nee. Wie? Gleich hoch, oder? Was? Ich bin in der Falle. Allein bin ich wieder gelaufen, einfach so, weil mein Joypad macht manchmal ein bisschen, was es will. Es hat so einen komischen Einraster irgendwo. Und dann bewege ich mich, ohne dass ich mich bewegen will. Das ist mir ja schon, habt ihr ja schon mitbekommen, mehrfach hier auch im Spiel passiert. Das war, glaube ich, gerade wieder so eine Situation. Weil eigentlich habe ich mich nicht bewegt. Ich bin voller Schaum. Nee, das war doch nicht richtig. Muss ich jetzt echt zurück? Das
Blöd ist, ich sehe gerade. Ach doch, da ist einer von beiden. Muss ich an den Wäscheberg vielleicht? Wäscheberg, Quatsch, Tellerberg, meine Güte. Dass ich vielleicht. Bis hierhin nur Vorarbeit geleistet habe. Tschüss! Rinn! Oh! Oh, war das knapp! Alter! Da. Und das. Guck mal, wenn ich da oben auf den Tellern bin, da ist doch. Das reicht. Seht ihr? Nein. Wir haben keine Haken! Schneller! Haken! Ja, jetzt guckst du hoch, ne? Hier oben bin ich auch. Tschüss! Oh weia! Wie krass! Nein! Es geht nicht weiter! Achso, Bogen. Oh. Ist das witzig! Eigentlich ist es gar nicht witzig. Oh Gott! Mach jetzt nichts, was mir das den Weg verhindert. Ciao! Ja, winke, winke. Oh, was? Noch einer? Seid ihr denn narrisch? Ich hätte mich fallen lassen vorher. Sollen. Können. Scheiße. Das wusste ich natürlich jetzt nicht. Bis wohl. Okay. Oh, hi. Das war jetzt nicht so gut. Das war aber nicht zu erwarten, dass der da rauskommt. Also wieder eine Flucht. Dann wollen wir mal. Das wird nichts. Okay, verdammte Axt, ey. Aber ich glaube, das ist der Weg raus, oder? Ich muss bloß noch diesen kleinen Hügel da raufkommen. Hügel anstechen. Bin stehen geblieben zwischen, habt ihr gemerkt? War gar nicht gewollt. Naja. Ist aber ein guter Speicherpunkt. Hui! Oh Gott, das war knapp. Ja, jetzt guckt er, ne? Zeig wieder die große Klappe. Ciao. Aber nicht vergessen, was da vorne kommt. Ich glaube, ich lasse mich lieber fallen. Ah, ich werde automatisch. Okay, sehr gut. Ich wollte mich auch nicht durchfahren da. Okay. Fertig? Fertig. Okay. Cool. Dann würde ich sagen, ist das auch der Moment des Aufhörens. Ich guck mal ganz kurz noch. Da ist nämlich ein Loch in der Wand. Löcher in der Wände sind immer irgendwie ein Zeichen für Geheimnisse. Und dann würde ich nämlich sagen, beende ich auch diese Spiel-Session. Hier ist bestimmt irgendwas, ne? Ja, ich weiß, da ist eine Lampe. Haben wir noch ein... Ah, da ist noch so ein... Oh, muss auch anzünden, muss ich auch noch. Zack. Und da ist noch so ein Kollege. Sehr schön. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zu dem Moment, wo wahrscheinlich das Kapitel dann anfängt. Anstrengend. Meine Güte. Spielt mich voll mit. Ich kann hier mehr. Also gut, nicht, dass ich irgendwann richtig Deutsch könnte, aber ich kann jetzt noch weniger Deutsch als vorher. So. Also. Hier geht's weiter. Dann im nächsten Teil ist das ein. Das ist eine Kette, ne? Ich wollte sagen. Nicht, dass die Menschen immer größer werden, die Wesen, aber das ist eine Kette. Okay. Also. Ihr kennt das. Licht an. Und bis zum nächsten Mal.